Ho, 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 ich bin Mario. Herzlich willkommen zum TV Total Bowling Abend. Heute an Nikolaus. Und hier ist Ihr Gastgeber Stefan Raab. Von Ihnen. Bitte. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. So, Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute hier am Ho, 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 am Nikolausabend. Ja. Sind Sie ein bisschen in Nikolausstimmung? Ja, der junge Mann hier vorne, der Mario, auf jeden Fall schon mal. Unser großer Nikolaus-Bowling-Abend heute Abend. Und ich habe heute Morgen mal in meine Stiefel geguckt. Haben Sie auch mal zu Hause ein bisschen in die Schuhe geguckt, in die Stiefel geguckt? Ich habe erst gedacht, ist nichts drin, aber dann habe ich doch noch was gefunden. Die Zehen von Reinhold Messner. Ja? Habe ich erst gedacht, aber mit ein bisschen Puderzucker geht alles heutzutage. Ja, ich will aber gar nicht zu lange reden, denn es geht heute wieder um die Wurst. Sie wissen, beim letzten Bowlingabend vor anderthalb Monaten etwa habe ich knapp gegen Elton verloren. Heute heißt es die Revanche. Und wir haben noch weitere Gäste eingeladen, die mit Sicherheit schwere Gegner sein werden. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Jeanette Biedermann, Ben und Elton. Ich glaube, Jeanette sitzt da außen, fängt an, dann kommt Ben und dann kommt Elton. So. Haben wir es dann auch? Ja, Jeanette, Ben und Elton, recht herzlichen Dank. Ja, Elton, beim letzten Mal hast du mich ja geschlagen. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Und deswegen werde ich heute alles geben, was ich zu geben in der Lage bin. Wie sieht es bei dir aus, Ben? Bist du regelmäßiger Bowler? Also regelmäßig ist es ein ganz schwieriges Begriff für Bowling. So, entweder du bist in so einem Verein und da gehöre ich irgendwie nicht hin. Die haben mich rausgeschmissen. Ich war mal im Bowlingverein. Aber warst du mal in einem Bowlingverein? Mein Onkel, halt, ich muss das erklären. Mein Onkel war im Bowlingverein, da war ich 6 oder so. Da habe ich ein paar Mal mitgemacht. Und dann sind wir da rumgerannt und haben da Schokolade und so. Und dann bist du gleich draußen. Ne? Schokolade auf der Bahn heißt Tschüss. Und das war eigentlich meine Karriere. Und dann noch ab und zu so beim Geburtstag oder so. Ne? Aber das heißt, du hast das Bowling mit der Muttermilch auch. In der Wiege. In der Wiege. Wie sieht es bei dir aus, Jeanette? Schlecht. Was heißt das? Du hast doch bestimmt deine halbe Jugend auf der Bowlingbahn verbracht. Ja, oder? Unbedingt. Die ist doch noch jung. Das war jetzt sehr gemein. Entschuldigung, ja, ich meine jetzt die. Nee, also das, nicht wirklich. Aber ich bin noch ein bisschen frisch, weil mein Freund hatte Geburtstag und da waren wir nämlich bowlen. Insofern hoffe ich. Oh, wann, dass hast heißt, wann hast du das letzte Mal gebowlt? Im April. Im April? Sehr frisch. Ja, das heißt natürlich. Frischer als ich sonst gewesen wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ja. Herrlich, ich mache auch mal Spekulatius hier. Wir brauchen, wie beim Bowling das normalerweise üblich ist, wir brauchen ja auch ein paar Getränke, oder? Haben wir eine Bedienung am Start das heute? Das hoffe ich schwer. Ja? Hallo? Hallo? Kleiner Applaus, meine Damen und Herren. Hier ist unsere reichende. Hallo? Was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute auf der Getränkekarte? Glühwein oder Schnaps gibt. Schnaps. Das ist ja viel. Ja. Ich hätte gern Schnaps. Ich nehme Glühwein. Glühwein ist nicht so mein. Meiner auch nicht, aber egal. Na gut, dann, wenn du einen trinkst, nehme ich auch einen. Lass uns doch einfach 4 Herrengedecke bestellen. Genau. Ja, aber wie bei dir auch, Jeanette? Hast du schon mal Schnaps getrunken? Ich habe schon mal Schnaps getrunken. Echt? Ganz alleine? Ganz alleine. Aber mit einer Tüte so. Aber meistens rum, mit ne? mehreren Leuten. Ganz alleine, aber meistens mit mehreren Leuten. Ja. Naja, das irgendwann ist man dann allein, weißt du? Ja, na, so, nach so die Dame ist jetzt etwas irritiert. Lass doch nur erstmal einen Schnaps bestellen, dann kommt sie öfter. Alle, wenn alles für jeden der Glühwein muss ein bisschen kälter werden. Von das allem für jeden etwas. Genau. Aha, okay. Kriegen Sie das hin? Ja, natürlich. Okay, bis gleich. Ja. Ja. Wollen wir mal anfangen, oder? Am Anfang. Also, Regeln, Leute. Die Regeln sind ganz einfach. Die Regeln sind ganz einfach und hier sind sie. Die Bowling-Regeln.
Gespielt wird über 10 Durchgänge, die sogenannten Frames. Jeder Spieler versucht pro Durchgang mit maximal 2 Würfen alle Pins umzuwerfen. Der einfachste, aber für den Spieler schlechteste Fall ist dieser. Er schafft es nicht, mit beiden Würfen die 10 Pins abzuräumen. In dem Fall werden die Werte der Würfe oben und unten die Summe eingetragen. Zusatzpunkte gibt es nicht. Anders in den anderen Fällen. Da ist zunächst der Spare. Der Spieler wirft erst einen Teil und mit dem zweiten Wurf den Rest um. Jetzt werden unten aber nicht 10 Punkte eingetragen, denn der Spare kann Bonuspunkte bekommen. Und zwar die Punkte des ersten Wurfs aus dem nächsten Durchgang. Wirft der Spieler im Folgedurchgang zum Beispiel eine 8 und eine 1, werden im Spare-Feld zu den 10 Punkten noch die 8 Punkte des nächsten Wurfs addiert. Also kann eine 18 eingetragen werden. Der beste Fall ist der Strike. Der Spieler wirft im ersten Wurf alle 10 Pins um. In diesem Fall werden die Punkte der nächsten 2 Würfe zu diesem Durchgang dazugerechnet. Nehmen wir nun an, der Spieler wirft im nächsten Durchgang erst 7 und dann nochmal 2 Pins um. Im Feld unter dem Strike werden also nicht nur die 10 Punkte des Strike-Wurfs, sondern die nächsten beiden Würfe dazu addiert. Also können 19 Punkte eingetragen werden. Gewonnen hat, wer am Ende der 10 Durchgänge die meisten Punkte hat. Ja, so einfach ist das. Ich würde sagen, Jeanette fängt an, oder? Ladies first. Ja, Ladies first. Super. 57 vorlegen. Sind ja. Zu schlagen eigentlich. Frau Kraus, hier. Kannst du es hin? Soll ich dir die helfen? Ist ganz schön schwer. Ich habe sonst immer diese Babykugeln, die gar nichts wiegen. Ach so, ja. Was gibt's Babykugeln? Ja, es gibt wirklich so ganz leichte. Ja. Oh, das ist schon Sie können auch anfeuern. Schon mal sehr Sie können auch die Künstler anfeuern. Okay, jetzt. Okay, was ist denn los? Hallo. Hallo. Oh. Ja. Mein Lieber. Da gibt's denn sowas. Aha, aha. Das ist mal eine Ansage. Oh, weia, ja. Da hat's aber... Warten wir es ab, oder? Das Ganze mit Schuhgröße 36. Ja. Wartest du jetzt auf deine Kugel? Ich warte auf meine Kugel. Ah, echt? So ist das? Aber glaube. Ja. Wenn das zu lange dauert, mach ich es nicht mehr. Ja. Ich glaube, die andere ist... Okay. Was ist denn das für eine Farbe überhaupt? Rosa? Okay. Auch interessanter Griff, ne? Ja. Und der Sitz, Digga. Das gibt's doch gar nicht. Ja, glaubst du? Du hast das aber schon mal öfter gemacht, oder? Und war ja nicht, dass wir hier von einer Frau degradiert werden. Kann ich noch gehen? Ich habe wirklich die Wahrheit gesagt. Das ist jetzt anscheinend Glück. Das, das sah aber total professionell aus. Mit einer Leichtigkeit und mit einer Kaltschnäuzigkeit, möchte ich mal sagen. Mit einem Killerinstinkt, wie du das gemacht hast. Dankeschön, das ist aber ganz reizend. Darauf trinke ich erstmal ein. So. Ich glaube, ich nehme den auch noch mit, bevor ich mich so gebe. Ben ist als nächster aber durch. Aber hattet ihr nicht irgendwie eine Wette? Ihr wolltet doch auf jeden Strike von mir 2 Jägermeister. Ja, aber es war ja oder? Kein Strike. Nein, aber das nächste Mal. Ich wollte es nur noch mal ansprechen. Für diese Diskussion habe ich jetzt keine Zeit. Konzentriere dich mal, dass hier auf jeden Fall einer von uns gegen Jeanette gewinnt. Ja? Mich extra schick gemacht für Nikolaus doch. Ja. Gewalt ist keine Lösung. Ich war noch, es ist noch. Okay. Jetzt mit der Mädchenkugel. Ich glaube, Ben ist kein Gegner. Ich glaube, für diesen Sport muss ich mich, glaube ich, warm trinken. Also beim letzten Mal war es so, Elton hat mit 116 Punkten vor mir gesiegt. Ich hatte 93 Punkte, Oliver Welke hatte 79 und Sonja Kraus hatte das rote Laternchen. Es scheint mir so, als wäre heute ein weiterer Favorit mit am Start. Oh! Da ist der Druck natürlich hoch. Wo sind die großen Kugeln hin? Ah gut, das sind jetzt wie viele in der Mitte? 3 Stück? Ja. 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 Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, meine Damen und Herren, bei mir bitte ruhig sein, ja? Ich brauche die Konzentration. So.
Bei mir dürfen sich freuen, wenn alle Kegel umgefallen sind. Bitte! Aha, Sie möchten wohl, dass ich daneben schmeiße. Das ist natürlich schwer. Das ist nicht machbar. Ah, das ist natürlich schwer. Das ist schwer. Das ist jetzt schwer. Rechts oder links jetzt? Ja, der Wurf war eigentlich nicht schlecht. Ich muss Moment, ich brauche hier die Kugel wieder. Das ist die einzige, in die meine Finger reinpassen. Ja, was macht man denn jetzt, wenn ich mal fragen darf? So wie ich gerade. Ich kann mitten, einfach nur mitten durch. Nee. Yeah. Naja, mehr ging nicht. Mehr. Was? Ja, mehr war nicht drin. Das können, glaube ich, nur Profis den einen dann noch mit abräumen, ja, oder? Also ich habe das wohl schon ein paar Mal gesehen. Da musst du ganz, die ganz linke ganz oder die ganz rechte an Kegel genauso anschnippen, dass sie so boing zur Seite geht. Das zeige ich dir gleich. Ja. Beim lustigen Nikolaus Bowlingabend bei Spekulatius und Glühwein. Wie sieht's denn aus im Moment? Der Stand ist folgender. Unerwarteterweise ist Jeanette auf Platz 1. Yeah. Ja. Und dann teilen sich den Platz 2 Elton und ich und am letzten Platz mit dem roten Laternchen der Ben im Moment. Aber wer weiß, vielleicht ist noch was zu holen. Es kommt noch. Ja. Ja, Jeanette ist dran. Jeanette, du bist dran. Ich werde jetzt alles wieder zerstören, was ich hier schön aufgebaut habe. Wichtig ist jetzt der nächste Wurf. Ne? Dieser Wurf, der jetzt als nächster kommt, wird da noch dazugerechnet. Ne? Schön unter Druck setzen. Ja. Das war sie nicht. Ja. Oh, ich kann keinen Glühwein erkennen. Aber die Wurftechnik ist echt interessant. Wieso? Dieser wichtige Wurf. Ja, wie konnte denn das passieren? Das ist ja unfassbar. Ich bin abgerutscht. Wenn du dich dabei wohler fühlst, darfst du auch singen beim Werfen. Nee, um Gottes Willen. Aber wir sollen uns ja wohlfühlen. Oh, du Arsch. Okay. Hier, wir können ja gleich mal zusammen dieses Duett einstimmen, was du mit Ronan Keating. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jawohl. Nicht so heftig. Wie hieß noch das Duett, was du mit Ronan Keating gesungen hast? We've got tonight. We've got tonight. Sollen wir mal zusammen singen? Während der Ben gleich, mach eine Ruhe. Mir ist schon schlecht vom Glühen. gleich kannst du nach Hause gehen. Ich weiß schon, warum ihr mich eingeladen habt. Wofür wirst du denn hier bezahlt? Immerhin. Ja, guck mal, du bist wieder dabei, kann man sagen. Das hat doch geklappt. Mal, ihr zwei mal ein Duett, das wäre auch was. Ne? Ja, dann wird das Problem Deutsch oder Englisch, glaube ich. Ach Quatsch, ihr könnt doch, die Jeanette kann doch Deutsch, oder? Ja, Elton ist unfassbar konstant. Das war beim letzten Mal auch schon so. Da darf man sich keinen Fehler leisten. Ja, wenn man sich einen Fehler leistet, ist man eigentlich schon raus. Elton macht immer 9 oder 10. Und er ärgert sich so schön, der Elton. Du bist dran. So, das heißt also, 9 sollte ich mal mindestens machen, um im Geschäft zu bleiben. So. Achtung. Ich bin Feingeist, meine Damen und Herren. Aber nur beim Bowling.
Oh. Alter. Oh. Nein, Pfeil oben! Das ist ja wieder total schwer. Nee, ist gut, rechts außen. Hast du gesehen, wie er gewackelt hat? Ist aber nicht umgefallen. Frech. Unfassbar. Da kommt gleich der Knecht Ruprecht ein. So, Nikola, jetzt heißt es für mich, pass auf, also ich muss jetzt eigentlich den in der Mitte, den muss ich jetzt etwas rechts treffen, damit er rüberfliegt und den einen noch mitnimmt. Wobei die Gefahr besteht, dass er ganz vorbeigeht. Ja, 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 komm, mach. Rein. Aber Elton hat dann auch nur einen vorne, das kann ich mir leisten, deswegen gehe ich aufs Ganze. Ja. Scheiße! Aber hier, so, so viel. Ja, ja, ärgerlich. Ja, ärgerlich. So, jetzt Jeanette. Jeanette hat im zweiten Durchgang etwas gepatzt. Ja. Aber ich glaube... Ist gleich mit dir, ne? Was? Ja, Moment. Was? Punktemäßig. Was? Ist gleich mit mir? Wieso ist denn gleich mit mir? Ja. Ja. Das muss man aber auch erstmal schaffen. Ich wollte es gerade sagen. Präzisionsschuss. Jeanette, ernsthaft mal, ich glaube, die Kugeln sind viel schwerer als die anderen. Ich habe mittlerweile keinen Durchblick mehr, sie sind alles schwer. Das gib ihr ja, doch ja, der Alkohol. Ja. Naja, ich habe nur Angst, wenn ich so anfasse, dass ich fehlen werde. Ja, 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 es ist sehr spannend heute. Also hier liegen zumindest drei... sehr eng auf. Jetzt muss Ben wirklich mal einen Strike landen, damit er... Du verletzt dich ja gerne bei Raben-Events. Ja, aber nicht zu Nikolaus doch. So, der Ben. Was ist denn da los? Der wäre ja bald noch aus der Rille Loch gefallen. Du musst ja jetzt einfach nur analytisch vorgehen. Du, ich mache auch nicht mit Kraft. Ich habe... Wie hältst du denn auch die Kugel? Ich halte die Kugel so wie alle, so. Ja, jetzt. Nein, aber guck mal, du merkst doch, dass die Bälle immer nach links gehen. Ne? Das ist jetzt zum dritten Mal so gewesen. Deswegen würde ich jetzt, wenn ich analytisch vorgehe, sagen, pass mal auf, ich werfe einfach mal ein bisschen mehr nach rechts. Probier das doch mal. Ist die Bahn kürzer als normal? Nein. Okay. Ja, das ist schon besser. Ist ja schon nicht mehr ganz so weit nach links gegangen. Wir haben noch mal drei mitgenommen. Super. Ja. Aber du hast irgendwie einen Knick in der Linse wahrscheinlich. In der Kontaktlinse? Ja. So, der Elton. Darf ich so ein Kokoskrönchen mopsen? Natürlich. Alle etwas links heute. Läuft wohl nicht so. Ich kann es mir ja leisten. Naja. Naja. Am Ende wird abgerechnet. Er war zu weit rechts. Ja, ja, ja! Nein! Der hat ja immer Schwein, da fällt dann noch einer mit um. Das heißt, im Moment, einen Punkt nur vor Jeanette. Jetzt muss ich nachziehen. Ich muss nur noch Strikes werfen, jetzt ist auch bescheuert. Ja. Aber das wird heute ein harter Kampf. So, dann schauen wir mal. Drei ist schon echt scheiße. Ich glaube, ich nehme die hier. So. So, quiet, please. Oh ja. Oh, so. Rumpelig. So. So. Der sah profimäßig aus, ne? Der hat sich noch mal so rückwärts gedreht, bevor Bitte? Er eingeschlagen ist. Ja, der war gut. Upsala. Da ist ganz schnell mal. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt muss ich eigentlich so ein bisschen, ja, fast, also rechts von der Mitte. Knapp rechts von der Mitte. Würde ich vorsagen. Mhm. Jawohl, er kommt! Jawohl! Auf den nächsten Wurf konnte es anders, so, haben wir bei Frau Biedermann gesehen. So macht man Druck, Elton. So, jetzt bist du mal hinten und jetzt will ich mal sehen, wie du unter Druck spielst.
Aber erst kommt mal. Ja. Da fehlt dann doch ein bisschen so ein manchmal Dreck. Die Power bei dem. Ja, da fehlt manchmal ein bisschen der Druck. Ja, hältst du dich einfach mal an der Kugel fest und fliegst mit bis vorne. Ja, aber gut. Super. Ah. Nein, du bleibst mit vorne ein bisschen, dabei. Ein bisschen mehr Power, dann wären die jetzt auch weggesprungen. Ja. So, zum Glück hast du nur 17 Punkte mehr als ich. Ben, du musst jetzt wirklich mal was leisten auch. Ja, ja, du kannst ja nicht einfach hierher kommen an Nikolaus und so eine Scheiße werfen. Ich bin Waldorfschüler, bin bisher nur mit Liebe durchgekommen. Das sind die Mädchenkugeln, ne? Und jetzt willst du mir was von Leistungsdruck erzählen? Ja, natürlich. Es ist Nikolaus. Mhm. Einfach noch ein bisschen weiter rechts ansetzen. Ach, ich geh mal auf die... Das Publikum ist sehr enttäuscht von dir. Ja, das könnte aber funktionieren. Was? Doch immerhin noch zwei zum Banken mit gebracht. Gefühl. Aber toll. Wusste gar nicht, dass du Waldorfschüler bist. Stimmt echt das? Nicht? Ja, doch. Dass du überhaupt zur Schule gegangen bist. Ich hätte gern noch einen Schnaps für Elton. Dann laden wir dich demnächst mal zum großen TV-Total-Knetabend ein. Knetabend, Eurythmie. Ausdrucktanz. Ja, Eurythmie, genau. Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Da geht einem oft einer daneben. Ah, das wäre nicht alle. Ah. Nein, schon wieder! Naja, nein, komm. Beim letzten Mal, komm. Da ist einmal der letzte sogar so umgefallen, weil irgendeiner von den Kegeln noch durch die Gegend gehüpft ist. So, jetzt kommt es für mich darauf an, der erste Wurf, der muss gut sein. Weil der letzte war ein. Spare, das heißt, da zählt jetzt doppelt. Das ist riesig. Ich kann mich jetzt danke. Etwas absetzen an der Spitze. Gerne. Ich nehme auch einen Schnaps. So, nehme ich den hier, nehme ich den hier. Ich nehme Wasser. Den hier. So. Spiel du mal, wir kümmern uns. Mach mal. So. Ich muss da erstmal warten, bis da freie Sicht ist. Ich muss mich konzentrieren, weißt du? So. Jetzt geht's weiter. Oh. Mann, ist das laut. Guck mal. So, ja, das war nicht schlecht. Ja. Wie viel waren das? Sechs, die da dazugezählt werden. Naja, gut, das hätten mehr sein können. Aber die stehen nicht schlecht, die kann man alle abräumen, ne? Ja. Wenn man leider so leicht links von der Mitte trifft, würde ich mal sagen. Und zwar genau so! Ah! Jawohl! Jawohl! Ja! Wuhu! Du auch mal Glück gehabt! Das ist der zweite. Ja, super, oder? Da haben wir auch mal Glück gehabt, der letzte. Eumelte sich da so von der Bahn. Sehr gut. So. Immer derselbe Mist. Super, du hast jedenfalls, hast du schon mal in die Kalle geworfen? Nee, ne? Einmal, nee, oder? Nein, ja. Noch gar nicht. Ja. Sehr gut, doch. Den hat er machen müssen. Ja. Der war ja geil. Ja, noch zwei. Immer zwei. Echt, komm, jetzt machen wir mal. Aber immer konstant, Jeanette. Naja. Guck der, mal. Der hört nichts. Ja. Achso, haben Sie auch was ohne Alkohol? Ja. Nein, war ein Spaß. Ich hab noch. Okay. So, rechts. Ja! 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 Oh, nee. Ich dachte, der kippt noch. Der kippt noch nachträglich um. So. Ja. Jetzt steht da einer ganz rechts.
Da ist, das ist gefährlich. Den holen wir uns. Ja! Da ist er wieder. Zurück zum Rennen. Du kannst jetzt bei deinem nächsten Wurf kannst du viel Boden gut machen. Eigentlich? Viel Boden gut machen. Voll geil. Aber wenn ich jetzt nur noch Strikes mache, könnte ich noch gewinnen. Ja, das ist noch nicht gelaufen. Das war gerade mal erst die Hälfte der Würfe. Ich habe den optimalen Punkt noch nicht gefunden. Das ist ein Jägermeister. Jetzt kommt aber langsam. Jetzt kommt aber langsam Druck rein, oder? Oh, alles nah beieinander nach der Hälfte der Würfe. Oh, das wird aber deutlich enger als beim letzten Mal. Aber der Kollege Ben ist auch noch am Start. Den darf man nicht vergessen. Den muss man immer rechnen. So, jetzt. Danke, Schatz. Zu Nikolaus. Alter. Ach, Mann, ey. Machbar. Gerade die, die viel zählen, weißt du? Naja. Gut, muss ich halt jetzt abrollen. Aber der wohl nicht so schwer sein. Nicht schlecht, aber der eine. Bleiben wir auch immer stehen. Ja. Bei ihm fallen sie immer um. So, 57. Okay. Ah doch, nach der Runde habe ich jetzt doch noch im Moment eine ganz ordentliche Führung. Wir müssen ein bisschen Werbung machen, glaube ich. Halt! 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 Ja. Werbung, meine Damen und Herren. Gleich geht's weiter. Da sind wir wieder. Ich habe Jeanette eben so unhöflich unterbrochen. Jetzt aber. Jetzt bist du dran, Jeanette. Und jetzt kommt's drauf an. Du musst jetzt mal ein bisschen vorlegen. Das wird sowieso hier. Jetzt nichts. Ich sag's dir. Ja. Oh, kommt gut, der kommt gut. So ein Dreck. Das ist natürlich eine unglückliche Kombination. Das ist eine total beschissene Kombination, ja. Wenn wir uns mal. Rechts, ja. Außen, rechts. Was machst du denn? Sag doch erstmal, was du machst. Ja, ich würde ja sagen, dass ich auf die beiden rechts ziele, weil den links kriege ich sowieso nicht. Wenn du den in der sozusagen da in der Mittesten steht, ja, wenn du den leicht rechts triffst, dann könnte die Kugel dadurch den ganz rechten mitnehmen und der Kegel den in der Ecke. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was aber du meinst. Aber sag nachher nicht, wenn es klappt, dass wir eine Zeichnung haben. Ich versuch's mal. Ja. Aber den einen. Nein! Ja. Noch nicht mal. Ich meinte ja die andere Seite. Ich weiß, weißt du? Ich bin abgerutscht. Oh. Und die Kugel war zu schwer und überhaupt. Ja, ja. Aber nicht schlecht. Du, mit 47 Punkten stehst du noch ganz gut da. Naja. Das sagt sich leicht. So, Ben, jetzt ist es wichtig, weil jetzt zählen die Punkte. Jetzt zählt alles. Jetzt ich denke gar nicht drüber nach, ich werfe einfach. Oh nein. Jetzt, wo es gezählt hätte. Dann wirf doch einfach nur so, was ist ein cooler Ball, durch die Beine oder so. Und mach nicht so. Du läufst immer an wie so ein Profi und dann versagst du auf ganzer Linie. Ja, danke. Hey, Stefan, jetzt ist es gleich vorbei. Da hast du kurz mal Können aufblitzen lassen und beleidigst schon wieder das Publikum. So in einer Art und Weise. Oh, guck mal, ich habe einen Zwillingskokos. Ich glaube, es liegt an den Schuhen. Ja, ja, ja. So, Elton, du musst auch Gas geben, sonst bist du weg. Das ist mal zu gar nicht.
Nicht schlecht? Ja. Nicht schlecht, aber scheiße. Das kann man schaffen. Komm, Elfen. Los! Kommt jemand am ersten nicht so. Oder macht einer Druck von hinten. Das ist auch unangenehm. Gerade immer Köln. Vorne wegspielen muss. Ja. Gerade Köln ist Druck von hinten nicht so. So, was haben wir denn, Herr Raab? So. Ja, ich muss jetzt einfach konstant werfen, weißt du? Wirf doch mal ganz rechts daneben. Das hat noch keiner gemacht. Halt doch mal die Klappe. Oh, oh. Ja, wenn die so alleine da stehen, dann wird es immer schwer, finde ich. Da muss man einfach den in der Mitte irgendwie treffen. Das ist eben. Das schaffst du. Ich schwör. Oh. Ja. Scheiße. Ja. Sind nur sechs. Ja, es sind nur sechs Punkte. Oh, 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 das wird ganz eng. Jeanette, du bist dran, glaube ich. Ja, ich kriege immer die ganze Zeit Zeichen, dass ich nicht soll. Ach so. Doch, du kannst schon mal nach vorne gehen. Wir müssen nur noch den Zwischenstand verbinden. Okay. Im Moment sieht es also aus wie folgt. Auf einem sehr guten vierten Platz ist Ben mit 31 Punkten. Dann Jeanette konstant auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz Elton und ich im Moment in Führung. Also sieht nicht schlecht aus, jetzt geht's weiter mit Jeanette. Mhm. Rein rechnerisch, kann ich rein rechnerisch noch gewinnen? Ja. Ja. Oh! Steht noch dabei. Sehr gut. Oh, okay. Sehr gut. Jetzt nur noch in die Mitte, Jeanette. Ja, das schaffe ich. Hoffe ich. Das sind immer so Murmelwürfe bei mir, oder? Oh! Scheiße! Ja, pst. Ja. Du bist dem Druck nicht gewachsen, habe ich den Eindruck. Nein! Nein! Habe ich dir schon gesagt, dass du eine tolle Eisläuferin bist? Ich? Ja. Ich laufe ja gar kein Eis. Du läufst gar kein Eis? Oh, oh. Guck mal die Pro7-Sendung. Also, wer läuft denn bei Pro7? Das ist auch ganz geil. Nein! Wer läuft denn da mit? Oh, ganz viele. Das dauert cool, ne? Jury, ja, selbstverständlich. Irgendwas war doch. Du so, bist in der links. Jury. Dein, ja, ich würde mich nur hinpacken, weißt du? Das hätte ich glaube, jetzt müssen wir da rechts an und schießen. Wie komme ich denn darauf, dass Jeanette selber mitlaufen? Ah. Der war ganz knapp, aber. Es war so ein Stück. Ist ja, ja. Nikolaus die Sendung überhaupt noch? Knapp ist auch vorbei. So, jetzt Elton, jetzt kommt es drauf an. Ne? Jetzt musst du. Ja, ich bin bereit. Kannst du schaffen, Elton. Auf geht's. Hey. Oh. Ei. Da kommt jetzt, hast du jetzt dazugerechnet bekommen nochmal, ne? Ja, ja. Alter. Jetzt, ich muss gleich, guck mal, der ist jetzt schon 10 vorne. Jawohl! Also 76, das heißt. Aber ich führe. Ich muss jetzt schon alle abräumen, um gleich zu ziehen. Ja, okay. Das dürfte kein Problem sein. Oh, so. Ich renne auch scheiße, ist da nicht noch meine Beine unten raus? So. Ich glaube, ich nehme noch einen Schnaps, Ben. Ich bin dabei. Schatzi! Bedienung! Jetzt warte mal ab, bis ich geworfen habe. So. Achtung! Wir hätten gerne noch so einen braunen Schnaps. Ja. Wir dürfen den Namen nicht sagen. Bringen Sie für die Jungs ordentlich Schnaps. Sehr gut. Und Wasser. Ich auch. Ja? Okay. So. Ich brauche nichts, danke.
Du hast hier noch so ein Kokoskrönchen. Hat man dich nicht gefragt, Janet? Nein, aber ist auch egal. Was für eine bodenlose Frechheit. Ich wollte dir dann mein Wasser anbieten. Aber so sind sie Frauen untereinander. Ja, man gönnt sich nichts. So, jetzt Ruhe. Ich muss werfen. Oh. Das ist mir auch passiert. Zeig deine Nerven. So, aber das kann man noch rausholen. Pass auf. Und zwar so. Und zwar so. Das irritiert mich immer, wenn die Kugel hier gerollt kommt, weißt du? So, und zwar so. Ich finde diese ganze Maschine übrigens gefährlich. Ja. Nein! Ah! Nur weil du was gesagt hast! Oh. Oh, ich habe den Vorsprung verspielt. Welchen Vorsprung? Ich hatte Vorsprung. Nein. Doch. Du musstest 10 machen, um überhaupt an mich ranzukommen. Aber ja, aber vor dem letzten Wurf hatte ich Vorsprung. Oh, jetzt wird's wieder eng. Ja, ich kann auch, wenn sie da ist. Ah, ich kann nicht! Ganz schnell raus. Frau Biedermann, Nikolaus. Frau Biedermann hätte gerne auch ein Wässerchen. Wasser? Ach, danke, ja. Jetzt warte ich aber, bis du draußen bist. Ich warte noch am nächsten Wurf. So. Aber ich kann gar nicht so viel. Aber es ist noch nichts gelaufen. Auf geht's, Janet! Naja. Aber du hast jetzt schon mehr als Sonja Kraus. Ja, und zwar deutlich mehr als Sonja Kraus. Ich aber nicht. Nee. Du hast jetzt auf jeden Fall deutlich weniger als Sonja Kraus. Was hatte Sonja Kraus? Du musst dich sehr anstrengen, 57. 57. Du musst dich sehr anstrengen, wenn du noch mit Sonja Kraus gleichziehen möchtest. Dann nehme ich aber auch nicht ein Sonja Kraus Kügelchen mal, sondern so einen blauen Männerball hier. So. Mit den großen Löchern. Okay. Vorbei. Aber das habe ich ja das letzte Mal. Wenn ich gleich wieder so einen an der Ecke stehen habe, dann lasse ich dich mal ran. Jetzt habe ich den weg, das heißt jetzt rechts. Geh doch mal ein bisschen mehr in die. Nee, hierher. Ja. Von der Richtung her. Ja! Na ja. Habe ich jetzt mehr als Sonja? Ja, nee. Nein. Das ist noch nicht, 10 fehlen noch. Du hast noch 4 Würfe und musst noch 10 Kugeln treffen, das um mit Sonja Kraus gleichzuziehen. Das könnte ich schaffen. Ja. So, jetzt muss erstmal Elton ein bisschen in die Kalle werfen. Damit sich für mich noch. Warum heißt es bei dir eigentlich Kalle? Weil das genauso tief ist wie die Witze von Kalle Pohl? Nein, oder? Überhaupt nicht. Wie heißt es denn normalerweise? Rinne. Rinne. Kalle, denke ich, oder? Kalle beim Kegeln zumindest heißt, glaube ich, Kalle. Darf ich den schon abholen? Ja, selbstverständlich. Gerne. Dankeschön. Vielleicht könntest du Elton mal ein bisschen irritieren. Das würde uns helfen. Tschüss, Elton. Tschüss, Hase. Ach, ich kann sie alle haben. Das ist aber noch ganz gut, da kann man noch, wenn man denn trifft, noch einen Spare holen, glaube ich. Noch niemand hat einen Strike gemacht. Nee. Ah, schön ein. Das ist nicht schlecht. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Du musst erstmal abrollen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, wohl sein. Auf dem Chef. Jo, auf dem Chef. Herr Stromberg. So. So, ich nehme mal da hier meine. Da bin ich ja froh, dass ich den Namen nicht kenne. Von wem? Okay. Von Stromberg. Achso. Hi, Hammer. Die Regenbogenkugel. Auf geht's. Warum fällt nicht so einer auch mal um, oder? Warum fällt nicht hier der Letzte auch mal um? So. Das sieht gut aus.
Ist wichtig jetzt, der ist wichtig, den müssen wir treffen. Ist Bohlen eigentlich spießig oder nicht? Nee. Ja! 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 Scheiße! Ach, schade, Mensch! Ach, ja. Mann! Das wäre so spannend gewesen! Aber es ist echt total eng, Elton. Schau dir das mal bitte an. Also, mit dem roten Laternchen weiterhin Ben, hinten nur noch 10 Punkte hinter Sonja Kraus. Beste Ergebnis zurück. Dann auf Platz 3 Jeanette Biedermann, auf Platz 2 befinde ich mich und auf 1 in Führung Elton, meine Damen und Herren, im Moment. Ja. Nur 3 Punkte. Und es ist deutlich knapper als beim letzten Mal. Es geht weiter mit Jeanette. Die letzten beiden Spiele kommen jetzt. Auf geht's, Jeanette. Ja. Jetzt wird's ernst. Aber auch bei Jeanette ist noch alles drin. Ja. Jetzt einmal abrollen. Oh, die schwere Kugel jetzt mal. Ja. 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 Oh. Aha. Das verzeiht so eine Bahn, aber nicht öfter als zweimal. War doch die falsche Kugel. Ja. Aber okay. Wenn du jetzt noch, du könntest theoretisch noch 4-mal Strike machen. Wenn du das schaffst, bist du wieder ganz vorne mit dabei. Okay. Das wollte ich einmal schaffen, zweimal hintereinander. Aber du hast wirklich jetzt schon 3 Punkte mehr als Sonja Kraus. Das ist aber hast immer noch drauf, kann super. Ja immer noch passieren. Warst du auch auf einer Waldorfschule, Jeanette? Was ich bei dir sehr interessant finde, bei dir im Anlauf sieht es sehr gut aus. Da sieht es so aus, als hättest du das schon öfter gemacht. Und du hast auch diese Drehung. Siehst du, ich hab's Anlauf vergessen. Die eigentlichen Profi-Bowler, die setzen die Kugel ja hier in der Seite an und die dreht sich hier so ganz langsam. Aber in die genau Mitte, das meine ich, das versuche ich ja die ganze Zeit. Ist gar kein Witz. Zieh die Hose mal hoch, aber vielleicht man, stört die ein wenn man ein nur mittelmäßiger Bowler ist und macht den Knopf da vorne mal zu. An, nee, nicht hier. Ja, wenn du es sagst, dann mach ich's ja, auch. Ja, aber halt auf. Der Nikolaus ist da. Ich sag nix. So. Ich bin jetzt vorsichtig und mach mal das so perfekt. Also, ich kann auch das Bein noch so machen. Ja. Siehst du? Ja. Im Prinzip ja ganz gut, aber du musst die Kugel weiter rechts aufsetzen, glaube ich. Ich glaube, ich würde sagen, lauf doch mal ganz links an. Weil dann denkst du, du wirfst links, aber dann wirfst du rechts. Das meine ich auch vorhin. Nein, als wirklich ernst gemeinter Tipp. Okay, danke. Ja, okay. Also, was hast du gesagt? Ganz links anlaufen. Ja. Das wirft er wahrscheinlich rechts rein. Ja, immerhin. Ja, aber immerhin. Ja. Also. Aber ich kann auch das erste Mal im Gefühl gar nicht trauen, ja? Dann denke ich, jetzt wird's was. Und dann ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ja, Elton hat nur 2 vor. 3. 3? Ja. Oh, 3. Ja, gut, aber das reicht. Das reicht für mich. 57. Jetzt hat er Druck. Ich hab total abgesetzt. Und unter Druck wird Elton nervös. Und das wird nicht mehr. Ich mache ja Streit gleich, ne? Ja. Der liegt super. Was der liegt gut. Ja, ich muss es ja spannend halten. Ach Mann, ey, Alter, das war nicht gut. Ich letzte, das war nicht gut. Das war auch machbar. Aber ich habe die schlechteste Runde gespielt. Das ist machbar. Natürlich. Ich muss jetzt einfach ganz links werfen. Ist okay. Ist okay, ja, musst du erstmal besser machen. Muss ich erstmal besser machen, das ist richtig. Vor allem jetzt nicht abräumen. Ja, und viele Chancen habe ich nicht mehr. Doch, ich müsste jetzt eigentlich abräumen. Nein, musst du nicht. Weil mit 9 komme ich ja nicht ran. Und dann muss ich alles beim letzten Wurf machen. Das ist mir zu gefährlich, deswegen räume ich jetzt ab. So. Ja, ist doch logisch, oder? So, nehme ich mir mal wieder die Kugel. Ah. Hast du Schiss, ne? Jetzt. Ja, habe ich. Ist doch nur ein Spiel, Elton. Ah, ey, fuck you. Wieder so eine Kombination. Ich bin ja schon froh, dass du keinen Strike machst. Mich wundert, dass die nicht alle umfallen. Normalerweise fallen da doch alle um. So, jetzt. Klar. Jetzt kommt es ja drauf an. Das ist eine schwierige Kombination. Wieder ganz rechts, außen, rechts anspielen. Bitte was?
wieder ganz rechts. Ganz ja, die in der Mitte rechts anspielen, ne? Dann genau. Haut die linke mit weg. So stelle ich mir das vor. Nein! Ja! Das ist aber auch eine Kunst, mein Lieber. Das ist auch eine Kunst. Das schafft nicht jeder. Oh, Scheiße. Hey, das ist wie steht's denn jetzt? Aber vier Punkte sind machbar. Das sind nur vier. Das ist alles machbar. Das ist alles machbar. Das war zumindest keine Nullrunde. Ich setz mich jetzt nicht mehr hin. Sie haben Verständnis dafür. Okay. Die zweite Schmach gegen Elton wäre jetzt eine Runde zu viel. Wenn du jetzt nur noch einen Punkt machst, könnte ich noch besser werden. Jawohl! Wenigstens etwas. Super, Daniel. Und das sieht doch gut aus, das muss man noch treffen. Hoffentlich. Muss man nicht! Sensationell, Jeanette, meine Damen und Herren. 67 Punkte. Nicht schlecht. Beste ja. So. Tja. So, Ben, jetzt kommt es drauf an, ob du das rote Laternchen behalten möchtest? Ich habe ja keine Chance mehr. Wieso? Du kannst noch rankommen. Also 10. Du kannst jetzt, wenn du jetzt zwei Strikes machst, 30, hast du, bist du dabei. Doch. Kannst sogar noch gewinnen, theoretisch. Du kannst sogar noch gewinnen, ja. Nee. Nee, stimmt. Komm wieder ja. Zuverlässig über links. Also jetzt sieht es schon schlechter aus. Im Moment hast du genau die Punktzahl von Sonja Kraus. Wenn jetzt in die Kalle wirst, nein. Dann steht das in der ewigen Bestenliste. Das dürfte dir wohl klar sein, oder? Was macht er denn mit der Hand? Was machst du? Darf ich so werfen? Ja. Du darfst machen, was du willst. Was werfen, ich will, du willst. Will auf jeden Fall besser sein als Sonja. Ey. Bitte! Jawohl! Ja. Sonja Kraus, knapp geschlagen. Und jetzt, Elton, jetzt kommt's drauf an. Vier Punkte Vorsprung. Oh, es kann noch alles passieren. Es gibt noch insgesamt, wie viel? 30 Punkte zu verteilen, ne? Oder? Weißt du, da habe ich mich so über diesen Pokal gefreut, ne? Dann heißt es auf einmal, wir machen noch mal Bowling, ist ein Wanderpokal. Danke. Man muss halt flexibel sein. So, jetzt bin ich gespannt. Auf geht's, Digga. Ja, die kann man abräumen. Das ist einfach. Nein! Ob das reicht, ob das reicht, ob das reicht. Ich brauche jetzt nur einen Speer zu machen. Und dann einfach ganz entspannt ein paar Kugeln zu treffen. Oder einmal rechts, einmal links. Boah, ist das spannend, oder? Elton. Moment, jetzt. Ich muss jetzt mit ganz großer Besonnenheit vorgehen. Locker, Junge. Ich bin ganz locker. Ich muss jetzt mit großer Besonnenheit vorgehen. Lies noch mal das Regelbuch. Mal die richtige Kugel erstmal nehmen. So. Was ist so schlimm? Ich mag nicht, ich guck nicht hin, wie beim Elfmeterschießen. Ich guck einfach nicht hin. Oh. Yeah. So. Die zwei müssen weg und dann hab ich dich. Dann brauche ich nur noch mal ganz entspannt rein. Weißt du? Ohne viel. Ja, wo ist, ach Quatsch, hier auf der anderen Seite. Da ist das. Was ist denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Kannst du mal da weggehen? Nee, ich guck von hier. Ja. Vielleicht soll ich auf die andere Seite, dann zielst du auf mich. Ja. So. Das sieht gut aus. Jawohl! 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 Wie viele Würfe habe ich jetzt noch? Einen? Ich habe noch zwei Würfe.
Ein Wurf. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Wurf, weil ich abgeräumt habe. Und ja, mir fehlen noch 2 Punkte auf Elton. Und nicht übertreten. Ich muss einfach nur irgendwie da die Kugel in die... Darf ich ihn noch mal halten, wenigstens? Bitte? Darf ich den wenigstens noch mal halten? Ja, einmal kannst du noch halten. Das jetzt sag mal, aber das darf man jetzt nicht, da darf man sich nicht schon zu früh zu sicher fühlen. Das haben wir alle schon gesehen. Willst du dich noch mal stärken? Bayern hat auch schon in der letzten Minute in der Champions League Finale noch 2 Reihen bekommen. Jetzt heißt es besonnen vorgehen. Geh mal weg. Oh, das... Geh mal ein Stück weg, nicht, dass du mich irgendwie, ich fass mich nicht an. Nein, ich fass mich niemals. Dass das klar ist. Mach mir doch nicht die Hände schmutzig. Oh. Jawohl! Ja! Woo! Ja! Wir haben einen Gewinner, meine Damen und Herren! Der Wanderpokal! Vielen Dank! Geht an mich heute! Dankeschön! Es war knapp, Jeanette, du warst eine tolle Gegnerin, Dankeschön! Ben, beim nächsten Mal besser! Und nochmal einen Riesenapplaus für Elton, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Das haben wir jeder mal gehabt. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch einen dritten Bowlingabend veranstalten, um den Sieger, den Champion der Champions, zu küren. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Nikolausabend. Wir sehen uns morgen wieder. Das war's für heute vom Bowlingabend. Vielen Dank. Tschüss, bis morgen Abend.